Heute die drei wichtigsten Tipps zum Mietvertrag. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Mietrecht und Mieter nehmen sich oft die Zeit, den Mietvertrag sehr genau zu lesen, bevor sie ihn unterschreiben. Das ist auch gut. Aber wir wissen ja auch, da steht viel Kleingedrucktes drin und mancher wird da schnell müde und mancher wird auch verwirrt und vergisst dann über dem Kleingedruckten die wirklich wichtigen Komponenten. Und ich will Ihnen heute die aus meiner Sicht drei wichtigsten Punkte hier sagen. Das erste ist, gucken Sie beim Mietvertrag, wer Ihr Vermieter ist. Wenn Ihr Vermieter jemand ist, der nur eine Wohnung hat oder zwei Wohnungen hat, dann sind Sie immer ein bisschen auf der Kippe, weil der kann relativ leicht eine Eigenbedarfsgenehmigung machen. Der kann ja auch sagen, ich will selber in der Wohnung wohnen oder sonst wer. Wenn der Vermieter eine sehr große Wohnungsbaugesellschaft ist oder eine Genossenschaft oder so, ist das schon ein bisschen anders. Ja, dann sind Sie deutlich besser geschützt, insbesondere auch vor Eigenbedarf. Außerdem interessiert sich so ein großer Vermieter auch nicht so sehr für die Mieter, der überwacht die nicht so, was sie da in der Wohnung machen. Es kommt allgemein, steht der Mieter besser da. Ja? Also das wäre für mich das Wichtigste, wer ist eigentlich mein Vermieter und was ist es für ein Vermieter? Zweiter Punkt, Miethöhe. Natürlich sehen Sie ja, wie viel Miete Sie da monatlich zahlen sollen, aber passen Sie auf, es gibt da eine böse Falle. Oft kalkulieren Vermieter die Nebenkostenvorauszahlung zu niedrig. Das bedeutet, Sie zahlen im Monat, sagen wir mal 100 Euro für die Nebenkosten. Tatsächlich ist aber klar, Sie werden mindestens 200 verbrauchen. Das bedeutet, Sie haben dann 12 mal 100 Euro Nachforderung, also 1200 Euro Nachforderung am Ende des Jahres. Und es gibt kein Gesetz, das den Vermieter zwingt, hier realistische Nebenkostenvorauszahlungen anzusetzen, sodass Sie ganz schlecht mit der Argumentation, naja, ich wusste ja nicht, dann hinterher dagegen ankommen. Ja? Gucken Sie, ob die Nebenkostenvorauszahlungen realistisch sind. Wie macht man das? Lassen Sie sich Nebenkostenabrechnungen von anderen Mietern vergleichbarer Wohnungen des Hauses zeigen. Ja? Das ist das Beste. Kann man gut den Vermieter fragen, dann können Sie mal sagen, wie viel da entsteht, können Sie mir das mal irgendwie zeigen. Dann weiß man, ob das realistisch ist und beziehungsweise gerne auch mal im Internet Vergleichssachen googeln. Es gibt da so Statistiken, durchschnittlich, wie viel Nebenkosten fallen da an. Ich hatte mir mal für Heizkosten gemerkt, 1 Euro pro Quadratmeter im Monat Vorauszahlung ist da realistisch. Und bei sonstigen Nebenkosten habe ich jetzt keine Zahl im Kopf im Moment. Ja, aber das können Sie einfach googeln. Gucken Sie also, ob die Nebenkosten realistisch sind, ob die Miete realistisch ist, ob Sie die auch bezahlen können. Dritter Punkt, Mängel. Ganz wichtige Geschichte. Heute mieten immer mehr Mieter, ohne die Wohnung gesehen zu haben, weil sie irgendwie aus dem Ausland kommen oder wenn sie in einer anderen Stadt wohnen und brauchen dringend was. Sehr gefährlich. Es gilt immer der Grundsatz, gemietet wie besichtigt. Das heißt, das Mietobjekt befindet sich im Zweifel so vertragsgemäß in dem Zustand, wie es ist. Und wenn Sie eben ein Objekt ohne ein Dunkelbad, ohne Lüfter oder ohne Fenster, eben weil es ein Dunkelbad ist, natürlich mieten, dann haben Sie da eine Schimmelgefahr und können aber nicht hinterher einen Einbau verlangen, wenn es ein Altbau ist, weil Sie haben es ja so gemietet. Ja? Also genau gucken, auch wenn Sie eine ungünstige Dämmung haben oder uralte Fenster, durch die es zieht wie Hechtsuppe, immer schwierig. Natürlich, wenn es ein richtiger Mangel ist, ja, wenn die Fenster undicht sind, Regen reinkommt, dann kann man die Behebung auch später noch verlangen. Aber ich kann zum Beispiel, wenn ich einfach eine Wohnung mit einfach verglasten Fenstern miete, nicht verlangen, dass da Doppelfenster eingebaut werden, beziehungsweise Isolierfenster. Ja, Grundsatz ist immer gemietet wie besichtigt. Deswegen auch da gucken, welche Mängel hat die Wohnung und das gleich vor Unterzeichnung mit dem Vermieter klären, ob man sich da einig wird, wie das gemacht werden soll. Gegebenenfalls genau im Mietvertrag reinschreiben, welche Mängel vom Vermieter noch behoben werden. Das sind so die drei Punkte, die aus meiner Sicht wichtig sind und regelmäßig große Probleme mit sich bringen. Andere Sachen, wenn zum Beispiel die Schönheitsreparaturklausel unwirksam ist, das fragen mich ganz oft Mieter, ja Brederek, die ist ja unwirksam, das will ich ja nicht unterschreiben. Können Sie doch unterschreiben. Alles, was unwirksam ist, ist doch gut für Sie, weil, wenn es unwirksam ist, gilt die gesetzliche Regelung. Und die gesetzliche Regelung ist zum Beispiel bei Schönheitsreparaturen, der Vermieter trägt die Schönheitsreparaturen. Wunderbar, Sie brauchen keine Arbeiten ausführen. Ja, und so genau auch bei vielen anderen Sachen. Wenn da Unklarheiten sind, gehen die in der Regel zu Lasten des Vermieters. Wenn was unwirksam ist, gilt immer dieses Gesetz. Beide Fälle gut für Sie.
Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und ich freue mich über Daumen hoch und Lob. Und manchmal auch über Kritik. Tschüss.